Ich heiße Rete Gremlich, bin 20 Jahre alt und mache die Lehre als Anlage- und Apparatenbauer in der Stadler Bussmann AG. Bei uns werden verschiedene Schienenfahrzeuge für den Regionalverkehr hergestellt. Die Größe und die Kräfte, die hier in den Schienenfahrzeugen wirken, sind sehr beeindruckend. Früher wollte ich immer etwas mit Motoren machen, weil mich das sehr fasziniert hat. Jede Stärke von diesen Maschinen funktioniert. Ich beherrsche verschiedene Werkzeuge wie Schweißanlage, Abkantpressen, Richtpressen oder auch Stanzen programmieren. Meine Lieblingstätigkeit ist ganz sicher bei unserem Betrieb Schweißen, weil ich da einfach seit Anfang der Lehre so gelernt habe und ich das sehr gerne mache. Ja. In Zukunft werde ich sicher bei verschiedenen Projekten wie Betriebnahme von Fahrzeugen im Ausland, dass man auch verschiedene Länder sehen kann, wie es dort die verschiedenen Arbeitsschritte ablaufen. Ich empfehle jemandem, der Anlagen- und Apparatenbauer will werden, sicher Interesse an technischen Geräten haben, sowie auch handwerklich arbeiten können. In 20 Jahren wird der Beruf Anlagen- und Apparatenbau sicher nicht mehr so existieren, wie er heute existiert. Es wird sicher eher maschinell gefertigt und nur noch Anfangsprodukte, also kleine Fertigungen, von Hand gemacht werden. In der Zukunft werden wir sicher schnellere Züge entwickeln, die einem schneller von A nach B bringen, sowie auch energiesparender werden fahren.